Aber ich glaube, Sith lieben generell nicht. Das ist, glaube ich, nicht so ein Ding der Sith. So Liebe und so. Nee, 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 das nicht. Die wollen eher so harten, sinnfreien Sex haben. Ja, genau. Ist mehr so. Oh! Hat gemacht. Jesus! Du hast eigentlich keinen Trank benutzt. Das ist ja bestimmt viel simpler. Das könnte sein. Okay, wo muss ich denn jetzt hier hin? Nein, dann ist er nicht gesprintet. Oh, ich habe den Knopf doch gedrückt. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh. Zweimal W drücken ist echt noch die bessere Variante, ey. Manchmal. Boah, ihr seid ja schon richtig weit gekommen, ey. Ja, leck mich am Arsch. Ja, da war gerade fast durch. Hat dann den Knopf nicht gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt! Um den Knopf zu drücken. Sprinten. Fuck, ey. Den Knopf meinst du? Ja. Fuck. Den meine ich, Brother. Wow. Warum hat die jetzt auch einen Trank haben? Ah, fuck. Voll geil. Bringt mir jetzt nur noch nichts. Naja. Ich glaube, die Tränke sind eher für die Challenge danach, denn davor war, stand ein Schild von wegen, ohne Cheats wird's wohl nix. Ey, wie ich da oben immer so weggedrückt werde. Fuck you, ey. Aber da stellt sich die Frage, warum müssen wir eigentlich noch da hoch? Da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Was wird schon seinen Sinn haben? Weil, wie gesagt, da hinten kommt jetzt ja gleich eine Challenge, wo wir sterben können. Und wir haben keine neuen Betten bekommen. Dann kann das natürlich sein, dass dahinter Betten sind. Und dann, ne, die ist man die Betten sich erst verdienen muss. Mein Gott, spring. Wo ist denn der Bram eigentlich hin? Hat der gedisconnected? Ja. Nee, nee. Nee, ich glaube, der probiert das einfach. Und dem ist halt egal, weil das. Ja, aber wir dürfen ja keine Checkpoints überspringen. Das stimmt. Man keine Checkpoints überspringen darf. Aber im Zweifel ist da natürlich auch gar keiner. Aber man kann da auch gar nicht runterfallen und sterben. Ah, okay. Weil unter einem die ganze Zeit Glas ist. Wenn du nicht schaffst, musst du halt zurücklaufen. Ah, die wird das hassen. Ey, ich hab. Das ist ganz schön behindert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich komme nicht mehr an die Leiter dran, was mich fertig macht. Das ist der Shit. Okay. Das ist eine. Keine Ahnung, 40 Block geradeaus hintereinander durchspringen, Time Travel Challenge. Oh, nice. Ach komm, nerv doch einfach nicht. Boah, immer wieder an die Leiter, ey. Fuck. Nice, Peter. Ja, hab ich krass genutzt, die Chance, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass an die Leiter kommen, finde ich jetzt nicht so schwer. Ich schon, weil ich immer, wenn ich da hinspringe, werde ich da oben weggedrückt auf meinem Weg zur Leiter. Da gibt es aber einen Trick, wie du das wieder vermeiden kannst. Ja, und der ist? Warte, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Das auch wirklich. Da muss ich erstmal da hinkommen. Mann, spring doch mal einfach, du behindertes Scheißkind. So, jetzt pass auf, Peter. Nee, das war falsch. Das war von mir aus schon falsch. Nee, das war, ich bin nicht richtig gesprungen. Ist einfach so. So, warte. Jetzt versuch ich das nochmal. Ah, man sollte auch springen. Warum hat sich ein Trank gegeben? Ja, um die 50.000 Blöcke wieder zurückzulaufen. Und Spaß, das sind richtig viele. Also das ist so weit, dass ich, als ich in der Mitte auf der Linie stand, wo man nur gerade ausspringt, in beide Richtungen geguckt habe und ich nur immer weiß gesehen habe, weil der nicht weit genug lädt. Okay. Aber geil, dass ihr richtig weit gekommen seid in der Zeit, wo ich jetzt die nächste. Ja. Oh, guck mal, Hadi macht's jetzt. Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Oh Mann, ey, das kann nicht sein. Och, doch nicht bei so einem Bimbo-Sprung, Alter. Hab ich aber auch verkackt bei so einem Bimbo-Sprung. Oh, das darf nicht wahr sein, ey, oh Mann. Das ist richtig ärgerlich jetzt.
Was ist denn jetzt eigentlich der Trick, nicht weggedrückt zu werden, du Penner? Das sag ich dir, wenn ich durch bin. Ach, ich sollte auch springen. Ich geh mal kurz pissen. Mach mal. Do it. Ich bin hart, ich mach das. Ja, das ist auch voll easy. Warte. Ach, man sollte auch springen, ey. Immer der Vorführeffekt. Immer in dem Moment springst du nicht, weil du gegen die Decke kommst. Aber warte. Ach, spring doch! Ja, du springst wahrscheinlich aber halt oben gegen den Block, nehme ich mal an. So. Ach, und jetzt schaffe ich natürlich den Sprung wieder nicht. Und... Oh, spring doch! Warte mal. Hast du einen Trick rausgefunden? Ah, Peter macht das jetzt natürlich, ist klar. Ach, man kann auf beiden Seiten runter. Ja, zumindest sind auf beiden Seiten... Hast du es natürlich gemacht, ey, zum Kotzen. Und was hast du da oben schönes, Peter? Ich bin mir noch nicht sicher. Hier ist ein Schalter, den ich drücken muss. Soll ich den mal drücken? Ja, oder soll ich warten? Also nicht warten? Ja, warte mal. Kannst du ihn ruhig drücken? Wir müssen, wenn wir so auf beide Seiten müssen. Ich habe Speed bekommen. Ich werde mit Dingern beworfen, die mir Speed geben. Das ist alles, was hier hinten ist. Ach so! Das heißt, da holt man sich quasi eigentlich den Buff. Wahrscheinlich. Da holt man sich den Buff für die Challenge danach, nehme ich an. Das heißt, man muss das jedes Mal machen, wenn man es verkackt. Oder wenn der Buff halt aufhört zu wirken. Ja, der Buff geht 3 Minuten. Ja, heißt also, du hast 3 Minuten Zeit, den Shit zu machen. Ansonsten musst du den Wichs hier nochmal machen. Alles klar. Ja, dann... Achso, nur benutzen, wenn die Tränke hinter dem Jump'n'Run alle sind. Ist das ein Dispenser oder so? Das sind Dispenser, ja. Die ich jetzt natürlich nicht leer gemacht habe, weil das gegen die Regeln. Ajo. Ich glaube, ohne Doping wird das nichts. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wobei, Bram hat mir einen Trank gegeben, dann kann ich den ja theoretisch benutzen, wa? Aber der Trank ist aus der nur benutzen, wenn die Tränke in den Jump'n'Run-Raum alle sind, Kiste. Ja, die hast du geholt. Aber du hast mir einen Trank geschenkt. Meinst du, deswegen gilt jetzt die Regel nicht für dich, oder was? What the fuck, Alter? Ich hab halt einen im Inventar und hat lag auf dem Boden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Na, weißt du, wo das herkommt? Hab ich darüber informiert? Stimmt nicht. Ich hab's in der Aufnahme, denn das hab ich. Was? Fuck. Nein, den tu nicht. Das ist ja gar nicht mal so einfach. Geil, dann hast du das dann irgendwie 1 oder 2 Versuche, da komplett lang zu rennen, dann ist es das. Und dann musst du den ganzen Wichs hier nochmal machen. Warum krieg ich das denn gerade nicht hin? So schwer ist das doch gar nicht. Es ist doch echt nicht so schwer, an die verkackte Leiter dran zu springen. Lol, geht das? Nee. Ach komm schon, ey. Ich hab's gemacht. Ja, das ist schön für dich, Peter. Das finde ich persönlich auch geil. Alter Vater, ey. Da geht mir aber ganz schnell die Pumpe. Holy fuck, ey. Alter, was ist das bitte? Aber 3 Minuten sind schon eine Ansage. Also du kannst das dann schon... Also ich habe jetzt immer noch 1 Minute übrig. Ich habe es beim 5. Mal oder so geschafft. Ja, aber war ganz schön lang, wa? Ja, ist ganz schön lang, da sagst du was. Erstmal zurückfliegen zu euch. Das dürrt ein bisschen. Mein Gott, auf die Leiter kommen, ja, aber danach dahin springen, das ist so ätzend.
Wow, jetzt muss ich auch noch von hier aus dahin. Super. Adi, bei dem Sprung habe ich immer den Trick benutzt, den du mir gelehrt hast. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Achso, okay. Nichts gebracht. Oh, Bram, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich bin gegen einen Block gelaufen. In der Luft. Also ich bin rechts vom Block geschoben worden, bevor ich gesprungen bin. Oh. Das zackt halt hart. Ich bin irgendwo gegen gelaufen. Ach, komm schon. Oh ja, oh ja. Mein Gott. Adi, du warst doch schon hier oben. Ja. Naja. Einmal und nie wieder. Ach, warum muss das denn jetzt jedes Mal so eine verfickte Wichse mit so einem Ding am Kopf sein? Ah, weil sonst würde sich der Mehrwertsteuer langweilen und sagen... Witzert, irgendwie muss er den Shit ja schwerer machen, weil wenn noch bei das Einfachste vom Einfachen mehrere Vierersprünge hintereinander sind. Oh, Hardy, ey. Ja, wow, bringt mir aber nichts. Du musst ein Stück von der Wand weggehen. Ja, hab ich gemacht, Peter. Sah nicht so aus. Doch, hab ich aber. Ach, komm schon. Du wirkst unkonzentriert. Ja, ich will das jetzt schaffen, weil vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich danach nur 3 Minuten Zeit habe, um das zu machen. Sonst muss ich die Scheiße hier nämlich wieder machen. Oh, ich sollte aus dem Weg gehen. Wie selten das ich kann den doch. Ey, ich bin doch ganz vorne dran gewesen. Wie kann das denn sein? Du musst schon ein Stück nach hinten gehen, ne? Lalala. Ach, das ist echt so ein Film. Ach. Oh, Leute, jetzt bin ich von der Leiter gelaufen einfach. Ja. Ah. So witzig. Ja. Ah! Boah, Junge, geht mir nicht an den Sack. Und Bram hat bei Final Fantasy gewonnen. Ey, Hardy, ich habe ja jetzt Ocarina of Time angefangen, ne? Ja. Und. Du hast 1,5 Stunden umsonst gespielt. Ja, das auch. Das hat mich mega abgefuckt. Aber ich musste tatsächlich auch schon einmal den Stein benutzen. Was? Weil. Okay, ich lasse euch das da jetzt erstmal klären. Wow, wieso rennt der denn nicht? Ich habe doch die Renntaste gedrückt. Ja, das Problem hatte ich auch. Das ist so witzlos. Als ich bei den Gorgonen war, ne? Das heißt Goron. Goron meine ich. Ja. Da kann man ja einmal die vier. Macron. Die vier Dinger mit Feuer machen und dann dreht sich auf einmal, dann dreht sich dieser riesengroße Kübel. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Völlig. Und dann habe ich da versucht reinzuspringen, aber das bringt mir überhaupt nichts. Das ist korrekt. Und dann habe ich stundenlang versucht da reinzuspringen und das hat einfach nicht funktioniert, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass ich durch den verkackten, verwunschenen Wald muss, um eine neue Melodie zu lernen, weil der Wichser diese Melodie hören will. Ich hatte halt gedacht, die werden jetzt ja wohl nicht erwarten, dass ich den ganzen weiten Weg zurücklaufe, aber doch, haben die erwartet. Ja, hast du denn trotzdem mehr gemacht mit dem Kübel? Ja, ich habe da eine Bombe reingeworfen und dann habe ich dann drei Rubine gekriegt. 3 grüne Rubine, also. Sollte da nicht normalerweise ein Herzteil rauskommen? Eigentlich sollte da ein Herzteil rauskommen, meine ich. Bei mir irgendwie nicht. Wenn ich mich richtig erinnern kann. Hast du da denn nochmal eine Bombe reingeworfen? Nochmal habe ich das nicht gemacht, ne. Okay, vielleicht. Also laut meiner Erinnerung kommt da eigentlich auch noch ein Herzteil. Vielleicht sollte ich da nochmal was reinwerfen dann. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Und dann kann mich natürlich auch irren, aber das. Dann habe ich dieses Armband bekommen, womit ich dann halt diese Bomben aufsammeln kann. Ja. Und habe dann versucht, diesen Typen zu stoppen, der die ganze Zeit da im Kreis rollt. Weil da steht ein Schild von wegen, ey, wenn du mich stoppst, kriegst du eine Belohnung, versuche es mehrmals. Da habe ich den Wichser 4-mal gestoppt und jedes Mal sagt der, ey, stopp mich nicht, das ist voll geil, was ich hier gerade mache. Und ich habe bisher noch keine Belohnung gekriegt. Ja, das ist korrekt. Okay. Na gut. Und jetzt muss ich quasi in den Dungeon. In Dodongos Höhle, ja. Genau. Der alte Typ ist voll abgedanced, als ich dem das Lied vorgespielt habe von Sira. Ja.